So, also hier wurde das hochgeladen. Top Rank Boxing. Tyson Fury calls out Francis Ngannou after highlight reel KO of Dillian Whyte. Und zwar jetzt gegen Ende des Videos, irgendwann ab Minute 3. Also ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass die eventuell einen Boxkampf mit Spezialregeln veranstalten werden. Und zwar, der Francis Ngannou ist ja der Schwergewichts-Champion der UFC, also MMA, Mixed Martial Arts. Er, Tyson Fury, ist der ja, Box-Champion im Schwergewicht. Jetzt werden die wohl, wenn alles klappt, weil er ist ja noch aktuell verletzt, wenn er sich erholt hat und sein Trainingscamp wieder aufnehmen kann, eventuell gegeneinander kämpfen, und zwar Spezialregel unter anderem, dass sie UFC-Handschuhe anziehen werden. Ne? Im Boxen habt ihr ja viel dickere Handschuhe, die, sagen wir mal, zumindest weniger Cuts und weniger, ja, wie soll man sagen, also die sind schwer gepolstert, die Boxhandschuhe. Jetzt wollen die wohl boxen, also ganz normal Standardboxen, aber mit Spezialregeln. Das heißt, die Handschuhe werden viel dünner sein, UFC-Handschuhe, so dass ein Treffer stärkere, ja, sagen wir mal, eine Wirkung hinterlässt. Was ich sehr interessant finde, weil sehr oft in den letzten Jahren fordern sich irgendwelche, man hat es ja gesehen, Conor McGregor hat ja gegen, wie hieß er denn hier, der Mayweather, glaube ich. Ja, genau. Conor McGregor und Mayweather haben gegeneinander gekämpft. Ne? Conor McGregor war UFC-Champion, also MMA. Der Mayweather ist halt eher Boxer, und somit, dass man ja die Leute gegeneinander antreten lassen kann, ja, dass man da Spezialregeln dabei ist, sozusagen zu erfinden oder neue Regeln zu setzen, so dass er hier zum Beispiel Francis Ngannou, weil er sich in den Boxring traut gegen den hier, dass er dann zum Beispiel seine UFC-Handschuhe anziehen kann. So in der Art. Finde ich sehr interessant. Wobei ich es teilweise interessanter finden würde, weil bis jetzt ist das so, dass zum Beispiel Conor McGregor oder so ein Francis Ngannou sich in den Boxring trauen. Ich würde es gerne mal umgekehrt sehen. Und ich sage euch voraus, ein Schwergewichtsboxer, der in einen Käfig reingeht und MMA gegen diese MMA-Leute kämpft, hat auf jeden Fall viel weniger Chancen. Ne? Die sind ja einfach nur darauf spezialisiert, im Stehen zu boxen. Sobald zum Beispiel so ein Francis den hier packen würde, man sieht das ja auch, Francis ja auch irgendwie um die 1,95, er ist, glaube ich, 2,5 Meter, 2,3 Meter, 2,5 Meter. Ja, knappe 10 cm größer. Im Boxen hat immer der mit der, also nicht immer, aber meistens, sagen wir es mal so, in 9 von 10 Fällen hat im Boxen der mehr Reichweite hat, das Sagen. Ja, in dem Fall, wenn sie einfach nur boxen würden, dann hätte er hier, also sage ich mal, wegen seiner Reichweite, das Sagen. Aber so ein Francis, ne, wenn der so eine Faust landet, also der Typ ist auf jeden Fall bekannt dafür, schwere Knockouts irgendwie auch zu produzieren. So eine Art Mike Tyson des MMA-Sports. Also absolut interessant. Ich würde mich auf jeden Fall drauf freuen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.